Sie kreiert Kriege genauso wie Seuchen. Sie zerstört Bildung und Erziehung und gibt das als Fortschritt aus. Sie erfindet eine Klimakatastrophe und errichtet eine weltweite Planwirtschaft. Sie arbeitet an der Sexualisierung von Kindern und idealisiert schwule und lesbische Lebenskonzepte. Sie verherrlicht Migration, bekämpft die Nation und arbeitet an einem weltweiten Schmelztiegel. Sie bekämpft die Geschlechter und arbeitet an der Schaffung eines neuen Menschen. Sie ist die Speerspitze der Political Correctness und regiert schon fast 200 Staaten. Die UNO. 1945 als angebliches Friedensprojekt gestartet, zeigen die Vereinten Nationen immer mehr ihr wahres Gesicht. Immer mehr betreibt die UNO eine Politik, die nicht nur Nationen und Völker zerstört, sondern auch den Planeten. Ein ungeheurer Vorwurf. Wie das? Ganz einfach. Wer bisher glaubte, die Sowjetunion sei 1990 untergegangen und allenfalls dabei in Gestalt der EU wieder aufzuerstehen, sieht sich getäuscht. In Wirklichkeit wird die Sowjetunion auch auf globaler Ebene wieder gegründet, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Trotz ihrer unglaublichen Macht scheint kein Journalist und Buchautor die mächtigste Organisation der Welt überhaupt auf dem Radarschirm zu haben. Ein Blick auf den Buchmarkt bestätigt das. Über die UNO gibt es einfach nichts, nur Fachbücher, aber keine Publikumsliteratur. Typisch sind trockene Titel wie Die UNO – Geschichte, Aufgaben und Perspektiven, Völkerrecht, Die UNO und Global Governance, Praxishandbuch UNO, Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Niemand, schlichtweg niemand, scheint die mächtige Weltorganisation bisher umfassend, kritisch und investigativ untersucht zu haben. Wie schafft die UNO das? Wie schafft sie es, die kritische Wahrnehmung in diesem Umfang auszuschalten, ausschließlich als edel, hilfreich und gut zu erscheinen und so sämtliche natürliche Abwehrmechanismen zu unterlaufen? In welchem Krisengebiet auch immer ihre weißen Land Rover erscheinen, scheint das Gute persönlich aufzutreten. Wenn sich alle streiten und umbringen, schwebt die UNO über allem, um zu beruhigen, zu schlichten und zu untersuchen. Mehr könne sie ja nicht ausrichten, pflegt sie den Mythos der mangelnden Macht und spannt die Menschen so vor den Karren ihrer eigenen Machtergreifung. Angeblich hat die UNO kaum Kompetenzen, aber das ist schlicht falsch. In Wirklichkeit regiert sie bereits massiv in unser Leben hinein. Und alles wäre noch besser, wenn die arme und hilfreiche UNO endlich noch mehr zu sagen hätte, behauptet der UNO-Mythos. Vor dieser gefährlichen Legende kann man nur warnen, denn die UNO hat schon jetzt mehr Macht als genug. Und noch schlimmer, sie bekämpft den Menschen, seine Identität, Individualität und seine Familie zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Während die EU inzwischen im Brennpunkt der Kritik ihrer Bürger steht und sich den ätzenden Spitznamen EU-DSSR eingefangen hat, freut sich der Dritte, die UNO. Die UNO ist angeblich um Hungernde, Flüchtlinge und Seuchenopfer genauso besorgt wie um unsere Umwelt und unser Klima. Überall hört man die mahnende und bittende Stimme der UNO, die wie eine gütige Mutter über die Menschheit wacht. In Wirklichkeit ist die UNO eine globale Neuauflage der Sowjetunion. Diese wurde nämlich nie aufgegeben oder aufgelöst, höchstens in ihrer konkreten staatlichen Erscheinungsform. Das Projekt eines totalitären Einheitsstaates wird dagegen eifrig weiterverfolgt. Während sich alle möglichen politischen Gebilde und Subjekte auf dem Globus Kritik einhandeln und im Streit der politischen Meinungen stehen, seien es nun der Iran, Russland und China oder auch die USA und die EU, streitet kein Mensch über die UNO. Und das muss sich ändern. Die UNO muss endlich ins Rampenlicht der kritischen Betrachtung geführt und eingehend untersucht werden, wozu wir mit dieser neuen Ausgabe der Express-Zeitung einen Anstoß geben wollen. In der neuen Ausgabe erwartet Sie eine messerscharfe und ausführliche Analyse des Migrationspaktes durch unseren Autor Gerhard Wisniewski. Ist der Pakt wirklich nicht bindend? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Wer hat ihn verfasst? Was bedeutet er für unsere Souveränität? Die Ausgabe beginnt erstmal mit einem kritischen Rückblick von Gerhard Wisniewski auf die wahre Geschichte der Vereinten Nationen, die in ihren Ursprüngen eigentlich von britischen Imperialisten erdacht wurde, um ihre Macht auf den ganzen Globus auszudehnen. Auf über 20 Seiten deckt Gerhard Wisniewski die dunklen Geheimnisse der angeblichen Friedensorganisation auf. Der Autor Thorsten Mann zeigt die kommunistischen Ursprünge der UNO auf und wie Ost und West letztendlich dasselbe Ziel verfolgen: die Auflösung aller familiären, gesellschaftlichen und nationalen Strukturen auf dem Weg in einen totalitären Einheitsstaat. Was ist die Agenda 2030? Wie wird fast jeder Bereich unseres Lebens durch die UNO beeinflusst? Wie wird die Welt von der UNO gleichgeschaltet? Und noch viele weitere Artikel, zum Beispiel Gender Mainstreaming, ein Projekt der UNO.
die UN-Erziehungsoffensive Inklusion, Sexualisierung, Gleichschaltung, der IWF, die UNO als Wirtschafts- und Finanzmacht und vieles mehr auf diesmal weit über 80 Seiten. So umfangreich und kritisch wurden Sie noch nie über die UNO informiert. Nutzen Sie jetzt unser Weihnachtsangebot und bekommen 10 Ausgaben statt für 59 für nur 49 Euro im Jahr.